Hallo und herzlich willkommen zu einer erneuten Folge vom DJ Q&A, dem Format, wo wir auf deine Fragen eingehen werden und hier eben nur Fragen ganz konkret aus der Community beantworten. In dieser Folge geht es um Streaming für DJs, ja, welche Rolle spielt es und kann ich vor allem Streaming auch im Club oder eben auf öffentlichen Veranstaltungen nutzen. In diesem Sinne gibt es hier eben Infos, welche Rolle Streaming aktuell für DJs spielt und dann geben wir eben noch ganz konkret auf die Frage ein. Bis zum Ende dranbleiben lohnt sich also und abonnieren nicht vergessen, nur dann verpasst ihr auch nichts. In diesem Sinne starten wir direkt nach dem Intro. Also, wir haben die Frage bekommen. Servus, super coole Seite. Vielen Dank an dieser Stelle. Darf man denn eigentlich per Streamingdienst in Clubs auftreten oder gibt es da rechtliche Probleme? Und dann schauen wir uns die aktuelle Situation doch einfach mal an. Große Anbieter sind zum Beispiel eben Spotify, Tidal, Pulse Locker, Amazon Prime, Apple Music, Deezer und so weiter, Content Unlimited. Ihr kennt die alle, müssen wir nicht groß weiter darauf eingehen. Die funktionieren auch alle gleich. Von daher geht es gleich weiter. Positiv ist, du hast jederzeit eben eine unfassbar riesige Auswahl. Ja, Millionen an Songs, du bezahlst nur diesen kleinen Betrag und direkt, bam, hast du Zugriff auf alles. Das ist halt auf jeden Fall enorm, ja, ortsunabhängig, jederzeit, gigantische Mediathek. Das ist auf jeden Fall ein krasser Pluspunkt. Ja, du hast monatliche Abos statt diesem Lifetime-Preis, wenn du ein Lied kaufst. Hat beides seine Vor- und Nachteile, weil wer als DJ mal eine Mediathek mit mehreren hundert oder tausend Tracks zusammenstellt, der kann ausrechnen, wie schnell dann das gleich ins Geld geht. Hier hast du eben nur dein monatliches Abo, das sich von den Kosten her nicht groß verändert. Ja. Und du hast aber immer Zugriff auf Millionen von Songs. Ja. Ob du jetzt wenige nutzt oder den ganzen Tag lang, jeden Tag, Tag und Nacht eben hörst, macht keinen Unterschied, der Preis bleibt derselbe. Von daher hat eben beides Vor- und Nachteile. Nachteil ist auf jeden Fall, dir gehört das Lied ja dann auch nicht, sozusagen. Da kommen wir aber später noch dazu. Positiv ist auf jeden Fall auch, dass ihr eine sehr hohe Musikqualität habt. Ja. Es gibt auch gerne mal Kollegen, die sich Songs aus nicht ganz so legalen oder eben ein bisschen unkoscheren Quellen holen. Ja, oder beim Formatieren läuft da irgendwas schief und so weiter und so fort. Auch manche Anbieter, die eben Musik digital zum Kaufen anbieten, haben leider gar nicht so eine gute Qualität. Also 320 Kbit die Sekunde sind nicht Standard. Aber es gibt hier auch Abos, wo eben auf besonders hohe Qualität Wert gelegt wird. Und das ist auf jeden Fall auch ein Bonuspunkt. Für DJs ist es aktuell eben nur bedingt zu empfehlen. Ja, da kommen wir jetzt eben mal dazu. Denn das Musikangebot kann sich ändern. Ja? Das heißt, wenn irgendwann ein Label oder ein Künstler die Zusammenarbeit mit der Plattform kündigt, ist die Musik weg. Ja? Passiert es genau kurz vor eurem Gig und ihr wollt da eben Musik von dem Künstler unbedingt reinpacken, ja, ist sie eben weg. Habt ihr keinen Zugriff mehr drauf. Das ist auf jeden Fall scheiße, logischerweise. Ja? Dann könnt ihr die Musik nicht mehr spielen. Wenn ihr den Track gekauft habt und auf eurem PC runtergeladen habt, dann ist er einfach da. Dann könnt ihr ihn nur höchstens verlieren, weil der Laptop geklaut wird, die Festplatte ist kaputt, whatever. Dann, nicht jede Location hat am DJ-Pult einen Internetanschluss, WLAN. Ja, mobiles Internet muss man auch erstmal empfangen haben. Klar, es gibt einige, wo man eben auch offline runterladen kann. Ja, das kommt jetzt so langsam. Aber ja, je nachdem, wenn man eben auch nicht alles runtergeladen hat vorher, wenn man live dann eben auch noch auf diese Mediathek zugreifen möchte, dann braucht man natürlich immer noch wieder Internetempfang, ganz klar. Ja, und wenn dann eben mal die Verbindung während der Performance abreißt, dann ist es natürlich scheiße. Natürlich gibt es auch eine gewisse Pufferung immer, wenn die Tracks geladen sind, aber je nachdem, wie groß dieses Funkloch ist oder wie lange die Verbindung weg ist, ist einfach irgendwann mal Feierabend. Und dann habt ihr hoffentlich eben noch ein paar Tracks, die richtig auf eurer Festplatte gespeichert sind. Ja, das ist eben nämlich das Ding, die Musiksammlung ist nicht in deinem Besitz. Ja, das heißt, du kannst die Musik auch nur bedingt jetzt von verschiedenen Geräten hin und her bewegen. Klar, dein Abo funktioniert auch für mehrere Geräte. Ja, das heißt, es wird ja immer miteinander rumsynchronisiert. Aber es ist trotzdem eine gewisse Einschränkung. Und eben, wenn du auch dein Abo beendest, da muss man auch mal ein bisschen an die Zukunft denken, dann ist alles weg.
Ja, das heißt, normalerweise legst du dir x Playlisten an, ja, zig Playlisten im zwei- oder vielleicht sogar dreistelligen Bereich, wo du deine Musik eben ordnest und diese ganzen Playlisten sind weg, sowieso deine ganze Musiksammlung ist weg. Ja? Also wenn du mal den Anbieter wechselst, kann man aktuell auf jeden Fall noch nicht irgendwie die Playlisten mitnehmen sozusagen. Ja, das heißt, man muss wieder bei Null anfangen und da gehen Stunden, Tage, Wochen ins Land, um sowas aufzubauen über die Jahre. Heikles Thema auf jeden Fall. Dann auch Mixtapes aufzunehmen ist teilweise untersagt bei den Anbietern. Und eben jetzt kommen wir zum Punkt, das Streaming für kommerzielle Nutzung ist auch teilweise illegal, ja, weil man sich da mit der GEMA noch nicht ganz einig geworden ist, ja, weil es da eben mit der Abrechnung nicht so ganz stimmig ist. Das ist ja eher an Privatnutzer gerichtet, das Streaming. Aber es ist jetzt auf jeden Fall in den letzten Wochen, wenigen Monaten hat sich da noch einiges getan, denn es kommt jetzt eben auch in die DJ-Programme, ja, und insofern könnt ihr das dann auch nutzen. So, empfehlenswert ist es auf jeden Fall für Einsteiger, ja, die sowieso schon einen privaten Account haben. Perfekt, ja, ihr müsst es ja nur noch dann in eurem DJ-Programm einpflegen, aktivieren den Account, ja, und vor allem auch Mobile DJs, die sehr viel Mixed Music auflegen. Ja. Die legen ja oft von jahrzehntealter Musik bis aktuelle Sachen auf und über alle Genres verteilt, elektronisch, Rock, Pop, Klassik, schlag mich tot. Gerade da ist es halt unfassbar cool, wenn man diese gigantische Mediathek hat und egal welcher Musikwunsch reinkommt, man kann ihn einfach erfüllen, weil es sind einfach alle Songs da. Das ist klasse. Außerdem hat man eben keine zusätzlichen Kosten mehr für die Musikbeschaffung, haben wir ja schon gesagt. Du hast den fixen monatlichen Betrag und dabei bleibt es auch. Ja. Vor allem ist halt sehr interessant, dass man da mit einem sehr kleinen Equipment, mit einem recht kleinen Setup arbeiten kann, weil man hat eben die Software mit dem Account, man hat vielleicht einen kleinen Controller, viele Streamingdienste arbeiten auch mit Apps zusammen, ja, und dann hat sich das Ganze, ja. Das heißt, es ist ein sehr mobiles, sehr einfaches, schnelles, handliches, effizientes Setup. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Deswegen, ja, Potenzial ist auf jeden Fall da, muss noch weiter ausgebaut werden, aber das kommt auf jeden Fall gerade und deswegen hier noch einige Beispiele, wie es aktuell, ja, zum aktuellen Stand des Videos aussieht. Ja, das ändert sich natürlich laufend, denn gerade vor kurzem wurde eben noch angekündigt, dass Beatport Link jetzt in einige DJ-Programme reinkommt. Virtual DJ arbeitet auf jeden Fall mit dieser zusammen. Ja, hier habt ihr die verschiedenen Abo-Modelle, was die kosten. Vielleicht habt ihr ja eh schon dieser Account. Serato arbeitet mit Tidal zusammen. Ja, kennt ihr ja vielleicht von Jay-Z, der Streamingdienst. Ähnliche Kosten, ähnlicher Umfang. Dann gibt es noch Recordbox DJ eben mit Beatport Link. Und vor allem Beatport Link soll eben jetzt auch noch in andere Programme reinkommen. Das ist aber alles noch ein bisschen unsafe, deswegen gibt es jetzt nicht mehr Infos. Auf jeden Fall ist es verhältnismäßig teuer und aktuell ist der Service sozusagen, den man jetzt da bekommt, hält sich auch noch ein bisschen in Grenzen. Ja. Also man kann hier logischerweise auf die ganze Beatport Library dann zugreifen. Man kann auch Offline-Speicherung machen, aber man braucht schon den größten Account, eben um zum Beispiel aktuell nur 100 Songs auch offline speichern zu können. Also ich denke, da wird auch noch einiges kommen. Und von Algorithm DJ Pro kennt ihr sicher auch, das DJ-Programm arbeitet mit Spotify zusammen. Eben mit wahrscheinlich der verbreiteste Dienst zu diesen Konditionen. Ja. Das heißt auf jeden Fall, ihr habt hier einige große Big Player an DJ-Programmen, die Streaming integriert haben, ja, wo es inzwischen jetzt auch so ist, dass ihr das kommerziell nutzen könnt. Ja, von daher natürlich erkennen die Anbieter eben auch, dass es ein großes Potenzial hat, ein großer Markt ist, die DJs. Und deswegen sind wir da auf jeden Fall guter Dinge, dass es in Zukunft sogar noch besser wird, dass das Ganze weiter ausgebaut wird. Ja, ihr habt eben hier schon viele Möglichkeiten und in diesem Sinne, probiert es aus, nutzt es für euch. Ihr könnt es ja auch kombinieren, eben Tracks, die ihr so kauft, plus ihr habt eh ein Streaming-Abo, weil ihr es privat noch nutzt. Das ist einfach eben dann eine tolle Sache. Und daher eben die Antwort auf die Frage, ja, inzwischen kann man es eben auch kommerziell nutzen und das ist eine tolle Neuigkeit. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest mit den Informationen viel anfangen. Sie haben dir viel Wert gestiftet. Wenn du eine Frage hast, dann schreib sie in die Kommentare, dann können wir sie im nächsten DJ Q&A behandeln. In diesem Sinne lade ich dich auch ein, das Video auf Social Media zu teilen, damit auch deine Kollegen und Freunde davon erfahren, damit wir die frohe Kunde des Streamings für DJs in die Welt hinaustragen können. Du findest die Präsentation hier zu dieser Folge
in der Videobeschreibung, wo eben auch noch die Folien der letzten Folgen mit drin sind. Von daher hast du die dann jederzeit auch auf deinem PC, kannst du die immer abrufen, vollkommen kostenlos. Check einfach den Link in der Beschreibung ab. In diesem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten DJ Q&A wieder. Ganz wichtig, nicht vergessen, Glocke aktivieren, mach dein Leben zur Party, dein Patrick von Auflegen mit Erfolg.